Herzlich willkommen in Nauen, herzlich willkommen im neuen Edeka Dorfmann, herzlich willkommen im Edeka Zukunftsmarkt. Wir haben versucht, hier viele, viele Nachhaltigkeitsthemen umzusetzen. Angefangen von den Bauthemen, wo wir versucht haben, so wenig wie möglich normale Baustoffe zu nutzen. Wir haben mit Holz gebaut. Wir haben versucht, die Kältetechnik neu zu denken. Wir haben das Waterloop-System genutzt, bis hin zum Sortiment, wo es darum geht, dass wir ein Hoflagenkonzept umgesetzt haben. Ein Konzept, in dem sich regionale Produzenten präsentieren können. Wir haben versucht, einen Treffpunkt für die Kunden zu generieren, einen Treffpunkt für die Leute aus dem Ort, einen Treffpunkt für die Menschen in und um Nauen. In großen Zügen haben wir versucht, so viel wie möglich an Ladeneinrichtungen einzusetzen, was recycelt werden kann oder in anderen Projekten zukünftig eingesetzt werden kann. Wie man zum Beispiel die Regale sieht, ist normales Stahl. Viele Plexiteile sind aus recyceltem Material. Die Kühlmöbel sind viel aus Metall gemacht und recycelbar. Auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen im Zukunftsmarkt in Nauen. Seiten Interstore war es besonders wichtig, einen flexiblen Markt zu erschaffen, damit Herr Dorfmann viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft hat. Das war unser dauerhaftes Motto durch die ganzen Jahre. Zukunft ist, dieser Slogan, Zukunft ist, diente für uns in der Grafik und Kommunikation als Basis für das gesamte Grafikkonzept. Unsere Prämisse im Ladenbau war es, keep it simple. Wir haben versucht, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der ganze Supermarkt mit 2500 Quadratmeter ist komplett aus Holz gebaut. Und das gibt automatisch schon ein ganz eigenes Mikroklima. Es fühlt sich sehr wohlig, cozy an, hereinzukommen, sich in den Markt zu bewegen. Es ist sehr angenehm. Das Gebäude hat 50% vom Dach ist Photovoltaik, 50% ist begrünt. Das ganze Regenwasser wird eingesammelt und wird für die Toilettenspülungen benutzt. Also es wird nichts übrig gelassen, es wird nichts verschwendet. Und es war wahnsinnig spannend für Schweizer, für Interstore, für unsere ganze Gruppe hier, zu lernen in den letzten Jahren, was Nachhaltigkeit im Einzelhandel sein kann. Wir freuen uns, vielen von unseren Kunden aus der ganzen Welt, sich hier einzuladen nach Nauen in der Nähe von Berlin, um ihnen zu zeigen, was Nachhaltigkeit heute und in Zukunft sein kann.